So, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Heart Gold. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es geht weiter. Heute steht der Kampf gegen den Arenaleiter an. Wir werden uns heute um Falk und seine Flug-Pokémon kümmern. Aber in erster Linie werde ich natürlich mein Team wieder frisch heilen. Und dann geht's auch los, schon gegen Falk. Unser Amphi, also unser Rolltilam, wird da hoffentlich, oder wird eine, übergeordnete Rolle spielen. Das wollte ich eigentlich noch gerade sagen. Wie weit ich heute mache, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, eigentlich noch nicht so, nicht mehr ganz so fit bin. Wir haben so um 3 Uhr nachts oder sowas. Also wir werden jetzt heute wahrscheinlich ein relativ kurzer Part nur werden. Ich hoffe, ihr seht mir das ein bisschen nach. Ich kam jetzt nicht wirklich jetzt dazu aufnehmen. Ich hoffe, dass der Emulator heute auch nicht mehr rumspackt. Wir direkt weitermachen können und wir fangen an mit diesem hier. Du fragst dich, wozu die Höhe gut ist? Ha! Das Renio befestigt das Panzer unseren Vogel-Pokémon. Wollen wir doch mal sehen, wo Falk gewachsen ist. Das frage ich mich auch. Vogelfänger Leo fängt an mit einem Habitat auf Level 9. Und wir gehen. Oh, darf anfangen. Ja. Statik greift. Doch schwank aber auch. Es reicht für Level für unser. Mit 3 Level dann habe ich einen Vati. Vielleicht sogar schon nach diesem Arena-Kampf. Vielleicht sogar schon in diesem Park. Ich nehme die Trainer mit, auf jeden Fall. Immer wieder zwischendurch speichern. Es kann sein, dass der Emulator sich zwischendurch abbaut und wir dann wieder was neu machen müssen. Deswegen halt der Zwischen-Saves. Ich glaube, wie gesagt, ihr seht mir das ein bisschen nach. Deswegen kann das sein, dass in einigen Parts mal so kleine Schnitte mit drin sind. Ja, und dann ist hier, aha, der Emulator hat sich mal wieder verabschiedet. Krieg's leider nicht hin. Ich habe den Emulator sogar schon gewechselt. Klappt dann trotzdem nicht. Ich habe keine Capture-Karte mit DS drin, natürlich. Oho, obwohl ich dich plötzlich angerammt habe, bist du nicht umgefallen. Respekt! Ja, Tag und Nacht den stärksten Vogel-Pokémon heranzuziehen. Zeig mir doch mal, was du so drauf hast. Das werde ich mal machen. Du fängst mit einem Taubsi an. Warum eigentlich die Gen 1 Pokémon? Ich denke, in der Generation 3 würdest du doch eigentlich genug Pokémon. Solltest du eigentlich genug Flug-Pokémon nehmen? Oder ist die Arena noch zu früh? Gut, das erste Taubsi haben wir mal kurz gegrillt. Und das zweite Topsi wird wahrscheinlich auch nicht das große Problem werden. Ich fange an mit Sandwirbel. Moment, es reicht, um unseren Donnerschock auszusetzen, den ersten zumindest. Yes, der Geist. Und tschüss, liebes kleines Topsi. Vogelfänger Klaus verabschiedet sich. So, bevor wir jetzt Falk und seinen sein Vogel-Pokémon herausfordern, heile ich doch mal mein Team. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Jetzt kurz mal speichern. Sonst läuft alles glatt. Ich bin Falk, der Arenaleiter von Viola City. Viele Leute sagen, mit Elektro-Pokémon könne man Pokémon vom Typ Flug ganz leicht die Flügel stützen und machen sich so über mich lustig. Das kann ich nicht so stehen lassen. Wenn du erstmal siehst, wie anmutig meine Flug-Pokémon durch die Lüfte gleiten, weißt du, was wahre Größe ist? Gut! Ist ja so schön, dass hier oben steht, so schön. Börse ist Falk! Er hat 2 Pokémon. Er hat
taufe sie. Moment, Level 9. Wir sind ja vom Level her schon mal ein bisschen im Voraus. Tackle sind sie jetzt erstes ein. Der Volltreffer ist natürlich nicht so Spaß. Ich habe keine Schränke mehr, das ist ein Problem. Ich muss dringend aufpassen. Aber wenn taufe sie hat, ich den auch eine Chance. Schwer werden. Ich probiere es gegen Tauboga auch nochmal mit Abfi. Level 13. Oh, das wird dann hart werden. Das wird definitiv hart werden. Blitz kann ich einsetzen, weil seine Fähigkeit damit Anlauf ist. Das heißt, das verhindert, dass seine Genauigkeit gesenkt werden kann. Und das reicht! Yes! Und Donnerschlag greift. Wir machen es nochmal. Bitte jetzt noch einen Volltreffer, dann wäre das weg. Nein. Und das reicht. Er setzt keinen Trank ein, er setzt nicht den Ruckzuck rein, weil ich wäre jetzt an der Stelle über den Ruckzuck gegangen. Ich kann also nicht mehr. Soll mir aber auch egal sein. Wir haben den ersten Orden. 313 Erfahrungspunkte für unser Amphi. Und es reicht für Level 13. Ein Level leider zu wenig. So, Falkeswegen. Na gut, dann werde ich heldenhaft zu Boden gehen. Hast du denn die Lage eingesehen? Verflixt. Das waren die geliebten Flug-Pokémon meines Vaters. Aber ich bin kein schlechter Verlierer. Hier, in diesem offiziellen Orden der Pokémon-Liga ein. Dann bescheide ich dir, dass du gegen mich gewonnen hast. Dann verleihe ich dir den Flügelorden. Ich hab den Flügelorden. Yay. Wenn du im Besitz des Flügelordens bist, ja, alle Pokémon mit einem Level von bis zu 20. Auch außerhalb des Kampfes kannst du damit nun zur Trümmerei nutzen. Und hier hast du noch eine TM von mir. Das war TM 51, dürfte Ruheort sein. Wenn es ein Pokémon eine TM erhält, ist umgehend eine neue Attacke. Aber überlege dir gut, welchem Pokémon diese Ehre zuteil wird. Dann eine TM lässt sich noch einmal einsetzen. Genau. Die TM 51 enthält übrigens eine Attacke namens Ruheort. Mit ihr kann der Pokémon bis zur Hälfte seiner maximalen KP wieder aufrichten. Du wirst vor Dude an den Arenen vieler Städte zum Kampf antreten. Jetzt die Attacke weise ein und sie wird dir zum Sieg verhelfen. Als nächstes sitzt du dir, glaube ich, an Zalea City vor. Genau. In Zalea City gibt es auch wieder eine Arena. Aber, als wir da sind, steht es doch ein bisschen Wegstrecke vor uns. Wir kriegen einen Anruf von Lind. Hallo Kev. Ja, ich habe noch eine Entdeckung gemacht. Genau, das kann ich ja nicht sagen. Aber ich möchte unbedingt, dass du das Eier nicht nimmst. Mein Assistent wartet im Pokémon Superpark von Loyola City auf dich. Sehr, sehr gut, holt's heute ab, ja? Okay. Jetzt, wir müssen es eh machen. Weil ohne dieses Ei können wir nicht weitermachen. Ist er lange nicht gesehen, Kev. Professor Lind hat mich darum gebeten, hier auf dich zu warten. Seine Bitte an dich. Und zwar hätte er gerne, dass du das Eier trainierst. Ich wollte sagen, das Eier an dich nimmst, aber... Nachdem du weg warst, erhielt der Professor jemand in meinem Anruf. Das Gespräch war bereits eine ganze Weile in Gang, als Professor Lind plötzlich laut durch das Labor... Ha! Dann ist Kev ja genau der Richtige für uns. Danach bat er mich, dir dieses Ei zu überreichen. Tja, und hier bin ich. Das heißt, Pokémon schlüpfen erst dann aus ihrem Ei, sie eine Weile an der Seite von munteren Pokémon verbracht haben. Und genau deshalb denke ich auch, dass du das Ei haben solltest. Pass gut drauf auf. Tschüss. Weg. Der hat also... Ach, wen haben wir denn hier noch? Nanu, dieses Ei. Ich verstehe. Mr. Pokémon hat es also Professor Lind geschickt. Und dieser gab es dann an euch weiter. So war das also. Das ist ein wirklich äußerst kostbares Ei. Vergiss das bitte nicht. Zieh das bitte mit viel Hingabe auf. Verstehen wir uns? Gut, dann habt euch wohl. So, dann können wir jetzt eigentlich doch weitermachen. Ein paar Störungen, wie gesagt. Du brauchst nicht mehr viel vom Level her. So, der nächste Arena-Leiter hat gleich Pokémon Level 17, wenn ich es richtig habe. Meine Information, also ich weiß es, dass es eine Käfer-Arena ist. Das heißt, wir haben mit unserem Feuerregel
in unserem Hot-Hot sollten wir eigentlich gut aufgestellt sein für die nächste Arena. So, wir werden uns jetzt anfangen mit der Route. Der Route 32. Wir werden es jetzt in Richtung. Ja, müsste Route 32 sein. Jetzt richtig doch im Kopf habe. So, ja, ist es Route 32. So, der alte Sack hier unten. Warte, warum die Eile? Alle gute Pokémon dabei. Das ist bestimmt deshalb so gut, weil du sie in Yoda City so gut trainiert hast. Die Pokémon Arena war sicher ganz besonders gutes Training für sie. Hier, das ist für dich als kleines Andenken an Yoda City. Wenn du das deinem Pokémon gibst, dann kannst du angeblich die Stärke all seine Attacken vom Typ Pflanze steigern. Eine Wundersaat! Genau, solche Items gibt es auch noch. Für Flug-Pokémon zum Beispiel sind es heißes Hackattack. Und für Feuer-Pokémon ist es, glaube ich, die Holzkohle. Ich werde mir hier noch kein weiteres Pokémon fangen. Wir werden nämlich anfangen mit dem Trainer hier. Ah, ein neues Gesicht. Hört sich also für stark. Tina Daniels mit einem Radfrag auf Level 6 immerhin. Das wird sich nicht als erstes sein. Aber warum? Wir sind in einer neuen Region und es gibt immer noch ziemlich viele viele Kanto-Pokémon. Gut, der ist besiegt. Ja, bald haben wir Level 14 und dann dürfte sich das, glaube ich, in die 15 und so weiter. Hey, was? Wie? Wo? Wenn ich dir doch sage. Und dann hat sie... was? Wo? Wie? Wann? Ein Kampf? Eigentlich telefoniere ich ja hier gerade. Warum störst du mich? Ja, okay. Also, scheiße. Sie hat ein Nidoran. Weiblich. Okay. Nicht wundern, mein Emulator hat sich mal wieder abgeschossen. Deswegen ein kleiner Schnitt hier drin. Aber ich hoffe, weil jetzt alles wieder funktioniert. Und ich hatte tatsächlich vergessen zu speichern. Ich musste den Quatsch, den ich jetzt gerade kurz vorher gemacht habe, noch aufnehmen. Also bis hier zu dieser Stelle müssen wir mal neu machen. Deswegen wundert euch bitte nicht. So, wir haben ihr Nidoran ohne Probleme gekriegt. Und tschüss. Also ich telefoniere ja so gerne. Und du bist ja auch so auf großer Reise und so. Siehst ja weite Welt an, ne? Ja, wenn du es dagegen hast. Und du bist ja auch so süß und alles drum und dran. Gib mir doch bitte deine Nummer. Lass es Freunde sein, ja? Oder ein paar oder mehr oder auch was anderes. Keine Ahnung. Ich würde gerne hören, was du auf deiner Reise so alles erlebst. Na gut. Wenn sie möchte, gerne. Ich lasse dich auch wissen, wenn ich irgendwas Interessantes höre. So Klatsch und Tratsch mit meinen Freundinnen und sowas. Manchmal reden wir bestimmt auch über dich und sowas. Die junge Dame hat. Kann jetzt wieder entspannt mit ihren Freundinnen telefonieren. Ich sag euch jetzt gerade in diesem Gras nicht, was genau hier. Wirklich gerade nicht. Oder kann euch gerade nicht auswendig sagen. Ich weiß, was hier im Gras zu fangen ist. Also Felino, glaube ich, Voltilam, klar. Das war es eigentlich schon fast. Großtiere kommen nicht rein. So. Und der andere Kämpfer hat ein männliches Nidoran. Was hat damit zu tun? Ja, ich glaube, das kriegen wir doch schon hier, dass wir diesen Part doch im Endeffekt haben. So. Ah, das ist ganz! Also, nicht in diesem Kampf, schade. Ich meine, es ist Level 14. Ich hoffe, dass es Level 14 ist.
Oder das Item Logo, das oben ist, das würde ich gerne mitnehmen. Oh, sind noch einige Angler, sehe ich gerade. Oh, das ist ja fast ein gefundenes Fressen für mich, fällt mir so gerade auf. Also ich meine, meinen Multilam kann ich ja schön trainieren. Dann habe ich doch bei diesem Part noch ein Vati. Ich habe die Trainer nicht gesehen eben. Das ist doch eine Alternativroute. Wir sind hier so. Wir machen jetzt die Route zu Ende hier im Teil und gehen dann quasi den Weg wieder hoch mit dem Steg. Weil hier unten ist nämlich noch ein kleiner süßer Teenager. Ich habe gute Pokémon draus gefunden. Wir schaffen das schon. So sicher bist du. Warte. Oh, oh. Er hat Felino. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Felino ist nämlich ein Wasser-Boden-Pokémon und Boden hat eine Resistenz gegenüber Elektroattacken. Deswegen ist das mein Hut. Und wir gehen mit Schnabel drauf. Felino ist nämlich eine Kaulquappe natürlich. Ich mache mal was. Ich gehe mal. Wie gesagt, was auch nur Pokémon, das fängt klar auf, das ist Wasserattack wert. Aber einfach klar, das ist so stark. Ich hab so mal mit dem gerade hier mit, das, Hallo, kannst du es mal bitte einschüchtern? Also, gefühlt 55 klappt das schon mal endlich. Und bitte seht mir nach, dass ich gerade ein bisschen auf diesem Bild bin. Es ist wirklich dran. Ich gucke euch, zeige euch, was ich jetzt gerade. Weil ich in der Fullscreen habe. Es sind fast 3 Uhr nachts. Und ich bin hier vor euch, aber ich kann mal aufnehmen. So. Deswegen seht ihr mir dann zwischenzeitlich auch noch ein bisschen müde. Der Tag war anscheinend genug. Aber der Rebbe eben noch ein bisschen gespielt. Und FIFA und so gefunden. Ich nehme jetzt meinen Partner mit auf und gehe jetzt auch gleich ziemlich gleich ins Bett. Das Leben so nein. Was hat das genau für den Effekt? Ach, die Elektrizität wurde geschwächt. Bringt mir sowieso nichts. Das war's. Felino. Und auf die Rechte mit 14. Und er lernt, oder will Donnerwelle lernen. Trotz seiner Statik kann man es eigentlich machen. Das machen wir doch gleich. Und auch unser Hotoro geht um ein Level hoch, auf Level 11. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir eine Entwicklung haben, oder? Nein. Dann ist es doch Level 15. Mal, dass sie hier ein paar Trainer sind und nicht irgendwelche Quatschköpfe, die dort ein bisschen auf dem Steg rumstehen. Im Angeln bin ich gut, aber im Pokémon-Kampf bin ich besser. Ein Goldini! Ebenfalls wieder ein Kanto-Pokémon, also kein. Bis auf das Felino hier gerade waren es noch keine Johto-Pokémon. Ja, natürlich, ey. Meine Hypnose muss ich 5-mal ansetzen, aber sein Superschall trifft sonst direkt im ersten Versuch, oder was? Komm. Nicht ganz. Aber Goldini gibt wieder gute Erfahrungspunkte. Gut, dann Superschall bringt mir nichts. Ich komme 2-mal durch die Verschwörung durch. Und hol mir diesen Sieg in diesem Kampf. Das war immer solche Waffe. Tschö, ich bin doch so geduldig. Richtig. Halten junge Leute denn heutzutage gar nichts mehr vom Angeln? Warte nur ab. Ich zeige dir die faszinierende Welt der Angelkunst. Was steht deine Nummer mit mir? Die Nummer wurde im Funk. Die Nummer wurde im Pokémon-Kopf. Hurra, ein junger Mensch, der mir seine Nummer gibt. Oh, ich bin so glücklich. Ich habe ja keine Freunde. Ich habe vielleicht noch keine Nummern. Wo ist denn meine eigene? Von Mama. Und von Papa. Und von Oma. Mensch, Oma, nach Kirikin. Was ist
muss ich gerade richtig zurück. Na toll, das hat mich erschreckt und mein Ziel hat sich verdrückt. Na warte, ich verkämpfe dich jetzt. Das ist jetzt wieder die 4 Kapern, oder? Warum alle, kommen alle mit so einem komischen Crap, mit so einem Kapern-Durst und so, ja? Ich hoffe natürlich, dass er 4 von den Dingern hat. Zwei ja da. Oh, komm, die kriegen wir weg. Ich denke, die Vertreter mache ich noch, dann mache ich ein Partende. Den Rest machen wir beim nächsten Part an. Der andere noch den nächsten anderen. Oh! Oh, jetzt schon Level 15 hoch. Kamado entwickelt sich jetzt Level 20 zu Garados. So. Noch ein Kamado. Was hast du denn diesmal für ein Level? Ein Level 5er. Und es reicht tatsächlich nicht zum Entwickeln. Irgendwie wehrt sich immer noch. Aber ich denke, dass wir beim nächsten Trainer es schaffen. Gut. Albrecht ist besiegt. Platsch. So, den machen wir noch fertig hier, den Trainer. Dann sind wir eigentlich auch durch. Ich glaube, dann haben wir alle. Dann müssen wir eigentlich alle haben. Ja? Da oben noch irgendwas. Nein. Gut, das ist der letzte Trainer für diesen Part hier. Meine Pokémon frisch gefangen. Gut, du hast zumindest mal noch was anderes, nämlich ein Quapsel. Okay. Nur Glück gehabt, das hinten wollte ich mich auch auf uns einschläfern. Bin immer noch unschlüssig, welche drei anderen Teams ich hier nehmen könnte. Gut, Quapsel wäre keine schlechte Wahl wegen Quappo. Quappo ist ein Wasserkampf-Pokémon. Wäre nicht schlecht. Aber wir gucken einfach mal. Ich würde ja, wie gesagt, gerne noch drei weitere Jote-Pokémon, wenn ich schon in einer neuen Region bin, dann noch drei neue Pokémon reinnehmen und nicht nur so wieder zu uns eintreten. Also, ihr könnt gerne weitere Teamvorschläge machen. Drei haben wir, drei brauchen wir noch. Welche? Ich bin gespannt. Und Celine ist besiegt. Ein Bauchklatscher. Und Amphi entwickelt sich auch endlich. Na, geil. Das ist doch mal ein Highlight zum Ende dieses Parts. Und Amphi wird zu einem Vati. Der Name bleibt natürlich dann auch. Es bleibt bei Amphi. Und dann braucht es noch 15 weitere Level, wie sich hier entwickelt. Und ja. Und was wir doch so für tolle Sachen in diesem Let's Play erleben werden, seht ihr dann frühestens ab dem nächsten Part bei Let's Play Pokémon Heart Gold. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Ja. Und ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und so nette Kommentare, wie die Miss Tiger unter dem letzten Part gemacht hat, solche Kommentare wünsche ich mir öfters mal, wenn sie aber dann auch ernst gemeint sind und nicht einfach nur weil ich es jetzt gesagt habe, mache ich es einfach jetzt. Nein, wie gesagt, wenn ihr also was, ja, euch schon nette Kommentare schreibt, dann müsst ihr es auch wirklich ernst meinen. Bis dahin und auf Wiedersehen.